Danke. Gehörst du hierher? Ja, das gehört uns, das Gasthaus. Habt ihr Zimmer zu vermieten? Klar, wir haben immer Zimmer frei. Danke. Grüß Gott. Grüß Gott. Was treibst denn du dich noch darum? Ich hab gedacht, du willst auf dem Sportplatz. Da bist du. Gehen wir. War das deine Mutter? Ja. Heißt die zufällig Therese? Woher wissen Sie das? Naja, Therese ist doch hier ein häufiger Name, oder? Du kennst ja deine Mutter. Schmarrn, jetzt würde ich ihn doch auch kennen. Guten Tag. Grüß Gott. Grüß Gott. Tag. Ist da noch frei? Bitte schön. Was darf sein? Ein helles. Und eine Portion Schweinskopf in Sülze. Also ein Bier können Sie haben, das andere gibt's bei uns nicht. Tut mir leid. Früher, beim alten Wirt, da hat's immer einen Schweinskopf gegeben. Aha. Kann ich bei Ihnen ein Zimmer haben für heute Nacht? Ich glaub schon, dass noch was frei ist. Obwohl, heute Abend ist hier was los. Aber warten Sie doch, bis meine Mutter zurück ist. Die kümmert sich nämlich um Übernachtung. Aha. Danke. Ist wohl eine Hochzeit heute Abend? Nein, das ist heute ein Klassentreffen. Ja, da geht's ja recht zu, so gerne. Da kommen ein Haufen Leute. Das sind die, die vor 20 Jahren da in die Schule gegangen sind. Da trifft sich die ganze Klasse. Ja, also. Herr Stadler, servus. Ach so, ja, was kostet denn? Das war günstig. Weißt du was, ich komme gleich bei dir vorbei in einer halben Stunde. Ja, vierte. Du, Froni, sag doch der Mutti, ich muss jetzt schnell wegfahren. Ich fahr jetzt nach Miesbach rüber. Ich muss mir einen Stier anschauen, gell? Ich sag's dir. Und dann sagst du auch, dass ich Geld rausgenommen hab. Ist gut, Vater. Vierte. Tschüss. Bitte schauen. Bitte zahlen. Danke. Wiedersehen. Was kommen denn da für Leute zu diesem Klassentreffen? Ach, ein paar sind von hier. Und einer kommt aus München, noch einer aus Rosenheim und einer aus Augsburg, der ist Rechtsanwalt geworden. Aber wenn Sie mehr wissen wollen, dann müssen Sie meine Mutter fragen. Die war nämlich mit denen in der Schule. Komm, Froni. Gib her. Wie oft soll ich dir denn noch sagen, du sollst nicht mit jedem rumquatschen? Aber das ist doch ein netter Mann, der will bei uns ein Zimmer. Der? Wie der ausschaut, kann der gerade sein Bier zahlen. Ja, du musst es ja wissen. Und außerdem, du sagst doch immer, ich soll da draußen keinen allein lassen, hm? Hab mich inzwischen selber bedient.
Du Froni, jetzt geh schnell rüber zum Tischler Felix. Er soll endlich die Kerzen bringen und das andere Zeugs. Und dann schaust du beim Xaver vorbei, ob er jetzt kommt mit seiner Klarinette. Noch was? Nein, schick dich, komm. Alles wegen dem blöden Klassentreffen. Ach ja, der Vater hat gesagt, ich soll dir ja, sagen. Ja, das erzählst du mir später. Jetzt schau, dass du weiterkommst. Ich habe gehört, dass Sie hier übernachten wollen. Mhm. Es tut mir leid, die Zimmer sind alle belegt. Kommen denn so viele zu dem Klassentreffen? Die Zimmer sind belegt. Grüß dich, Felix. Grüß Gott. Gerade habe ich die Veronika zu dir geschickt. Ja, ich habe sie getroffen. Guten Tag. Grüß Gott. Sag mal, wieso hast denn du Pudelmützen auf? Mitten im Sommer. Ich habe eine Wette verloren. Felix, Sekt habe ich doch gar keinen bestellt. Nur noch einen ausgeben dürfen. Da habe ich nichts dagegen. Warte einen Moment, ich zahle gleich. Polizei holen. Ich soll den Kerl da draußen festnehmen. Aber wieso denn? Der hat die Kasse ausgeräumt. Und trinkt jetzt ganz gemütlich sein Bier. Geld ist. Dein Mann wird das Geld rausgenommen haben. Der Rudi nimmt da kein Geld raus, ohne dass es mir sagt. Hol endlich die Polizei. Nein, Therese. Woher willst du wissen, dass der das Geld genommen hat? Der war die ganze Zeit draußen und hat sich an der Kasse herumdrückt. Das heißt doch nichts. Du. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach, Blödsinn. Wirtin, ich möchte zahlen. Ach, was hab ich gesagt? Jetzt macht er sich aus dem Staub. Und vorher zahlt er sein Bier mit deinem Geld, was? Sag ihm, dass ich gleich komme. Ja. Die Wirtin kommt gleich. Sie können auch bei mir bezahlen, wenn Sie wollen. Oh, wenn die Wirtin gleich kommt. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Wirtin... Ja. Sie ist ein bisschen durcheinander. Sie ist zur Polizei gelaufen, weil sie glaubt, ich hätte ihre Kasse ausgeräumt. Hm. Sie haben alles mitgehört? Na, alles gerade nicht, aber genug. Und dann bleiben Sie hier so seelenruhig sitzen? Glauben Sie denn, ich hätte was zu befürchten? Nee. Ich weiß auch nicht, warum die Wirtin gerade sich einen Verdacht hat. Naja, vielleicht mein Aufzug. Das wird's wohl sein, Mann. Ach! Sie suchen bestimmt mich? Ja. Darf ich Sie bitten, mit mir auf die Wache zu kommen? George, das Ganze beruht auf einem Missverständnis. Gehen wir. Kommen Sie. Ich finde das unmöglich, Theresa. Was hat denn der Mann gemacht? Kasse ausgeräumt, 2000 Mark geklaut. Glaubst du? Da hat er was vergessen. Das ist ja ein Seesack. Oh. Brother Tom. Brother Tom? Was heißt denn das? Das ist Englisch. Das heißt Bruder Tom. T-H-K. Tom. Thomas. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn? Nichts weiter. Vielleicht ist das Geld da drinnen. Ja, vielleicht hat es da drin versteckt. Willst du vielleicht nachschauen? Das kann ich doch nicht. Nee, das kannst du nicht. Aber ich könnte den Seesack vielleicht zur Polizei bringen. Oh ja, mach das, Felix. Tut dir eingefallen? Herr, könnt ihr dicht halten? Können wir. Pass mal auf. Diesen Seesack bringt ihr zur Polizei.
Aber das wollten Sie doch tun. Ich hab's mir anders überlegt. Komm, Max, den ringen wir hin. Und sag dem Fremden einen schönen Gruß von einem alten Freund. Erkennen Sie den? Ich glaub schon. Und zu keinem ein Wort darüber. Zu keinem, verstanden? Kein Wort. Kein Wort. So, so. Und Ihre Papiere sollen also im Gasthaus zum Hofgarten sein, in einem Seesack. Das lässt sich ja leicht überprüfen. Sie sagen es. Und Geld haben Sie vermutlich auch keines bei sich. Doch, sogar ziemlich viel. D-Mark 2300. Sie können ja nachzählen. Und jetzt könnten Sie mir doch endlich sagen, warum Sie mich hier festhalten. Und woher haben Sie das Geld? Verdient. Ich habe gearbeitet. So, so, Sie haben gearbeitet. Und was für eine Arbeit soll das gewesen sein? Was habt ihr denn hier zu suchen? Wir bringen hier einen Seesack. Mit einem schönen Gruß von einem alten Freund, sollen wir sagen. So, von einem alten Freund. Und wer soll das sein, dieser alte Freund? Sagen wir nicht. Wiedersehen, Bruder Tom. Bruder Tom? Moment mal. Na, Herr Wachtmeister, wann fragen Sie mich endlich, ob ich die Kasse vom Hofgartenwirt ausgeräumt habe? Sind da Ihre Papiere drin? Bitte sehr, Herr Wachtmeister. Was gibt's denn da zu grinsen? Thomas Kleinjung, Beruf Schiffskoch, geboren in Neustadt. Thomas Kleinjung aus Neustadt? Ist was? Na ja, einen Thomas Kleinjung gab's ja auch mal. Der hat Ihnen früher mal die Uniform geklaut? Und dann hat er sie vor dem Polizeirevier auf einen Stock gehängt. Sah aus wie eine Vogelscheuche. Woher wissen Sie denn das? Thomas? Da legst du dich nieder. Thomas Kleinjung, der alte Schlawiner. Da am Eck ist er gesessen, der Kerl. Tja, solche Burschen darf man halt nicht allein lassen. Er war mit der Froni einen Augenblick in der Küche. Also wirklich nur einen Augenblick. Und wo war dein Mann? Der war nicht da. Tja, wo ist denn der überhaupt? Keine Ahnung, wo der steckt. Wer? Dein Vater. Ein Miesbach einen Stier kaufen. Der wird Augen machen, wenn er zurück ist. Warum? Dein netter Herr hat unsere Kasse ausgeraubt. Naja, viel hat er dann immer gefunden. Hör mal, da waren über 2000 Mark drin. Ja, bevor sie der Vater rausgenommen hat. Wieso der Vater? Ja, meinst du, der kriegt den Stier geschenkt, hä? Huh? Oh, weiter Ries. Was gibt's denn da zu lachen? Sag mal, Froni, wieso sagst du mir denn nicht gleich, dass der Vater das Geld rausgenommen hat? Ja, wollte ich, aber du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ach, du lieber Himmel. Oh, mei, Froni. Sei so lieb. Geh schnell rüber zur Polizei und sag, dass das Geld nicht geklaut ist. Zur Polizei? Ja, das sieht ja eh nicht gleich, zur Polizei zu laufen. Nee, da gehst schon selber rüber, gell? Ich zeig dir mal deinen Klassenkameraden ihre Zimmer. Ja, danke. Viel Spaß, Therese. So, Frau Obermeier. Vielen Dank, Herr Bichler, das ist freundlich. Das wär's für heute. Und dann noch einen recht schönen Gruß an die Mutter. Ja, Wiederschauen. Na, was sagt er? Gelacht hat er. Mhm. Glauben Sie, dass er das Geld gestohlen hat? Er tut so manches, aber klauen, das glaube ich nicht. Warum sollen wir dann niemandem verraten, dass Sie sein Freund sind? Er will nicht erkannt werden. Wieso denn nicht? Das wird schon seinen Grund haben. Du, da stimmt doch was nicht. Also, eins verstehe ich nicht. Wenn du schon gesehen hast, dass der Wirt das Geld genommen hat, warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich dich mal wieder sehen wollte. Tja, das ist eigentlich logisch.
Warum sitzen wir eigentlich noch hier? Jetzt gehen wir zum Hofgarten und klären die ganze Sache auf. Ich bleib hier. Und du sagst zu keinem ein Wort, wer ich bin, verstanden? Logisch. Moment mal. Was hast du noch vor? Du, und auch wenn dir meine Schwester, die Margret, über den Weg läuft. Psst. Ja, herein. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte... Also, ich meine, ich will ja, die bitte? Sache... Also, die Sache mit dem Geld... Hat sich inzwischen aufgeklärt. Genau. Mein Mann hat das Geld nämlich aus der Kasse genommen. Ich habe das ja nicht wissen können. Ich nehme an, du möchtest dich bei dem Herrn entschuldigen. Mhm. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie da im Verdacht gehabt habe. Der junge Mann könnte ich wegen falscher Anschuldigung anzeigen. Tut er aber nicht. Die Frau Therese hat... Woher wissen Sie denn meinen Namen? Von mir. Von mir natürlich. Natürlich, von ihm. Herr... Brother Tom. Wie bitte? Bruder Tom. So hat man mich auf See getauft. Also, Herr Bruder, Herr Tom, was ich noch sagen wollte. Wenn Sie noch vorhaben, in Neustadt zu bleiben, bei uns wäre schon noch ein Zimmer frei für Sie. Vielleicht hat der Tom von Neustadt bereits die Nase voll. Naja. Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn meine Mutti sagt, er hat das Geld weg, dann hat er es auch weg. Und der Bichler Felix, willst du sagen, der lügt? Meine Mutti lügt auch nicht. Aber vielleicht hat sie sich getäuscht. Der Bichler Felix kann sich ja auch täuschen. Du, Papi, bei uns hat einer die Kasse ausgeräumt. 2000 Mark sind weg. Geschmarrn! Die 2000 Mark habe ich aus der Kasse genommen für den Stier. Wie hat's denn die Freundin der Mama nicht gesagt? Ha? Siehste! Sag mal, kommt der Thomas eigentlich? Du, die Margret hat ihm nach Bremen geschrieben, aber er hat nicht geantwortet. Also, wenn ihr mich fragt, der Thomas Kleinjung kommt bestimmt nicht. Das kann man bei dem nie wissen. Bei dem ist alles drin. Bis Gott, den Herrschaften. Servus, grüß dich. Wisst ihr endlich. Also, du hast mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Ja. Glück, sag mal, kannst du schnell rüberkommen, wenn wir einen Stier ausräumen? Ja? Also, gut, bis gleich. Servus. Nun, dann komm ich mit. Beim Zuschauen kann mir ja nichts passieren. Also, dann gehen wir. Ah, der Felix. Grüßt euch. Servus, Liesel. Felix. Grüß dich, Felix. Grüß dich, Herbert. Na, was ist jetzt mit deinem Geld? Hast du es gefunden? Stell dir vor, der Rudi hat einen Stier gekauft und mir nichts davon gesagt. Ja, der wird gerade ausgeladen. Das muss ich sehen. Wie schaut denn der Felix aus? Der hat eine Wette verloren. So, jetzt müsst ihr aber weggehen, gell? Schaffst du es allein? Also hör mal, so viel habe ich auch wieder nicht getrunken. Ich bin's noch nicht gewohnt. Und was treibst du jetzt? Kommst du mit? Nein, nein, ich werde alte Freunde besuchen. Ja, also. Ja. Ich schaff's schon! Thank you.
Grüßt euch. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber wir haben heute geschlossene Gesellschaft. Das ist na, Rudi. Der Herr Tom kann ruhig da bleiben. Herr Tom, du hast doch nur gesagt, ich darf doch keine anderen Gäste nicht reinlassen. Das erklärt er später, bei dem habe ich was gut zu machen. Was gut zu machen? Ja, ja, später. Was darf sein, bitte? Im Augenblick nichts, danke. Später. Wer mag jetzt noch ein Bier? Ja. Lass mich mal durch. Ruhe. Opa, Joachim, aufstehen. Sag es lieber gleich. Hast du das Lied gelernt? Na, du bist wenigstens ehrlich. Setzen. Sex. Sag mal, was machst du denn noch hier? Sofort nach Hause, Dalli. Max, du gehst jetzt auch ins Bett. Komm. Ja. Mutti, wer ist denn das? Das möchte ich selber gern wissen. War der Bruder Tom euer Lehrer? Nein, den spielt er nur. Aber er muss in unserer Klasse gewesen sein. Dann müssen Sie ihn noch kennen. Ja, eigentlich schon. Aber 20 Jahre sind eine lange Zeit, da verändern sich die Leute schon. Schlaf gut. Komm. Wen sehe ich denn dann? Herbert, hast du in der letzten Stunde auch aufgepasst? So, so krank warst du also. Ja, ja, stimmt, wir haben doch immer gefehlt. Wer war denn in der letzten Stunde nicht krank? Ach, sieh mal eine an. Die Liesel ist aufgewacht. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Das stimmt, die Liesel hat immer Schnellerfang dabei. Das ist? Ja, was ist denn das? Ja, soll ich ein Fürst machen, hä? Du, das muss doch rausfinden, wer das ist. Sag's mir dann noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer das ist. Wirklich? Was gibt's denn da zu quatschen, Bichler? Kannst du vielleicht aufstehen, wenn ich mit dir rede? Ist dir kalt? Nun sag schon, wer du bist. Hände aus den Taschen! Oh, 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 zit, zit, zit. Die Finger hättest dir schon waschen können, Felix. Ruhe! So, so. Da sticht mal wieder ein der Hafer. Hast du das Lied gelernt? Ja, Herr Lehrer. Na ja, dann wollen wir mal hören. Oh. Weißt du, was du bist? Du bist eine Katastrophe, Thomas Kleinjung. Nein, ich sage dir, du bist eine reine Katastrophe. Wer ist denn das, der Thomas Kleinjung? Thomas Kleinjung, das ist der Onkel von der Michaela. Was? Mensch, wenn die Michaela weiß das nicht, dann wird sie aber staunen. Jetzt würde ich aber langsam ins Bett gehen. Komm. Das finde ich eine Mordsüberraschung. Joachim, dass du mich nicht erkannt hast. Die Margret wird sich freuen, du. Herbert? Tom, das ist eine Überraschung. Grüß dich. Das wird gefeiert. Grüß dich. Thomas, so gut wie du hat mich kein anderer nachgemacht. Aber übertrieben hast du schon. Oh. Ja, ein bisschen vielleicht. Na? Alter Freund? Sag mal, seit wann weißt du denn, dass ich's bin? THK, Brother Tom, stand auf dem Seesack.
Also ich muss schon sagen, Thomas, du hast mich ganz schön hinters Licht geführt. Und du hast auch noch mitgespielt. Hättest mir schon einen Tipp geben können. Nix da, der Thomas schläft bei mir und damit basta. Gute Nacht. Gute Nacht ist gut. Ist ja schon hell. Oh, komm Felix, das Fest ist vorbei. Ich will schlafen. Komm. Thank you.